Was macht denn das Alien? Es ist gerade nicht da und möchte uns demnach auch gerade nicht nerven. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Alien Isolation. Ist wieder über uns und in diesem Raum gibt es keinen Ausgang. Ist es wohl rausgegangen? Es nervt mittlerweile wirklich nur noch, weil es uns einfach bei der Arbeit behindert. Es kostet einfach Zeit, Fortschritt. Zieht sich nach hinten. Nach hinten, habe ich gesagt. Es muss auch schön sein, hier in so einem kleinen Kasten zu hocken, aber wenn es ums Überleben geht, praktisch, dass der aber auch leer ist. Ich werde jetzt nochmal aktivieren und dann versuchen, in das von uns aktuell ausgesehene rechte Räumchen zu gehen, denn da sind ja beide Kühlkapseln eingesteckt. Versorgungskapseln. Geht nicht weiter, noch was fehlt. Weil noch was gesperrt ist. Das Türchen ist grün, okay. Er soll über uns sein. Ist hier irgendwo ein Medkit? Ich hab doch welche, warum muss ich mir... Ah, nein, aber noch was ist es? Die Flasche ist einfach länger, die Flasche. Eigentlich wäre es nur realistisch, wenn wir das Ding jetzt wirklich schleppen müssten und dabei auch langsamer laufen würden. Gibt doch bestimmt einiges. Das sieht aus. Wirbel, wirbel, wirbel. Macht Lärm, jetzt müsste es wieder ankommen. Sicher ist sicher. Ist es jetzt auf dieser Ebene oder oben im Schacht? Geh weg. Na, kommt jetzt rein. So schnell, wie es sich gerade bewegt, das ist im Schacht. Will ich es herausfinden? Ja, will ich. Wollen wir zwischenspeichern? Ich würde sagen, ja. Das war jetzt bloß ein kleiner Fortschritt, aber ja. Je weniger im Zweifelsfall wiederholt werden muss, umso besser. Jetzt drehen wir uns um und es ist da. Ich bin da. Wer noch? Hier sieht es gar nicht so aus, als wäre hier irgendwo eine Unterschlupfmöglichkeit. Okay, ich sag nix. Jetzt kommt es hier rein, dann war es das wieder. Oh, jetzt ist es in dem Kontrollraum. Man sieht uns nicht. Hier gibt es keine Versteckmöglichkeit. Womöglich ist es hier aber auch einfach zu kalt. Düpp, 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 düpp. Luftreinigung, Schachtzugang. Schachtzugang, ja. Freut sich das Alien, wenn es Zugang hat. Samuels, da ist eine Dr. Lingard, leitende medizinische Offizierin. In ihrem Büro sollten Sie herausfinden können, wo hier alles gelagert wird. Wie klingt jetzt so, als würden wir da auch nachgucken müssen und er will nicht nachgucken? Na gut, er muss ja auch gerade aufpassen. Ist doch mehr Sammelkram als wirklich eine Zugangskarte. Ich glaube, das ist Sammelkram, dieses Zugangskartenzeug. Das findet man ja hier hinten, ne? Ah. Die helfen einem gar nicht, irgendwo reinzukommen.
Ich wähle jetzt keinen Lloyd aus. Da muss ich die auch jetzt alle durchlesen. Wobei, können wir mal eins angucken, wie viel das ist. Ja? Achso, wir haben schon den ersten. Personallog. A. Fielding. Frachttransport. ID-Code 8841. Vermisste Person. Mhm, schön. Hutchinson. Lawrence System Turm. Turm. Systech, nicht System. A. Lynch. Das ist bloß Sammelkram, das ist nichts für hier. Eintrag hervorheben, Tasten bewegen. Wie soll ich die Tasten bewegen? Eintrag hervorheben, ist ja Quatsch. Hier kann man am Ende gucken, ob man sehr erfolgreich war, ob man sehr viel sich umgeschaut hat. Wenn ich jetzt gerade dran denke, wie wir die Ausweiskarte oder beim Rundgang von Dr. Morley einfach die Räume durchsuchen sollten, wie viele Räume ich da jetzt ausgelassen habe, weil ich schnell wieder zurück wollte, weil das Alien hier herumkreucht und fleucht. Da wird einiges auf der Strecke geblieben sein. Wollte gerade sagen, wenn es jetzt da guckt, dann können wir ja rausgehen, aber Pustekuchen. Jetzt wieder hochgegangen. Wo geht's denn da nach oben? Müssen wir eigentlich mal kontrollieren. Oh, wir müssen nach woanders. Nach woanders. Erkunden Sie die Krankenstation. Taylor ist verletzt. Suchen Sie nach einem Medkit. Stimmt, das haben wir immer noch nicht gefunden. Bloß eine blöde Ausweiskarte. Da war ich jetzt schon wieder ganz schön abgelenkt. Das Büro nach Informationen und nach einem Medkit. Das ist zu unserer Rechten. Durchsuchen Sie Lingards Büro nach Informationen. Boah, das ist ja ein richtig weiter Weg. Ne, spare ich Strom. Ob das Alien auch leider klettern kann. Ich glaube, mit seinen Krallen verhakt sich's einfach irgendwo im Schacht und steigt so nach oben. Kraft wird's genug haben. Oh. Irgendwo runterplumpsen ist jetzt nicht so cool. Schöne Lichtstimmung. Verstecken, verstecken. So viel zum Nicht-Einsammeln. Das mittlerweile alles einzeln durch. Gab es hier eine Kartenaktualisierung? Habe ich jetzt nicht geguckt. War gar nicht mehr so unpraktisch. Jetzt hätte es da stehen müssen. Hier, da ist bestimmt ein Medkit drin. Okay, ich dampfe ab. Hier kann man sich verstecken. So. Bitte teleportieren. Das ist bloß eine Dusche, oder? Hm, vielleicht auch nicht. Vielleicht eine Stehschlafkammer. Das ist auch nichts. Der Schocker. Süß. Keinen Bock mehr verstecken. Ich will jetzt vorankommen, deswegen bewege ich mich die ganze Zeit. Ah ja, Krankenversicherung. Bla bla bla. Ich will ja nur Geld machen. Hier ist nichts zum Einsammeln.
Jetzt habe ich mir nicht gemerkt, wo wir schon überall waren. Hier noch nicht, die Pylonen sind neu. Oh, eine Elektroschockladung kommt jetzt zum ersten Mal vor, weil wir die jetzt erst gebrauchen können. Ich wollte schon sagen, hier gibt es doch bestimmt wieder was unter dem Tisch. Ja, aber... Okay, ist glaube ich gerade erst hochgegangen. Nein. Arzneiausgabe ist leer. Irgendwie ist der Bildschirm hier etwas nicht so hell, oder? Im Vergleich zu den anderen habe ich irgendwie das Gefühl. Nachricht an Lingard. Bei der Rückkehr die Patienten auf die Traumastation bei der... Also, Nachricht an Lingard. Da fehlt eigentlich was. Bei deren Rückkehr? Die Patienten auf der Traumstation. Die Patienten auf der Traumastation wurden bestmöglich für den Transport stabilisiert, bevor Waits hier alles abriegelt. Ich gehe nach oben zur Psychiatrie und sehe zu, dass keiner trödelt. Die Arzneiausgabe ist jetzt leer. Jegliche Ersthilfe und Medizinvorräte von San Cristobal sind nun bei Ihnen oder anderswo auf der Station. Wichtige Info. Ich hoffe, Sie kommen mit guten Nachrichten zurück. Morley. Aha, der ist ja nicht mehr. Totenschein. 14.11.2137. Todesursache geheim. Stellungnahme zum Bericht aufgenommen. 13. November 2137. Ein Tag vor... Ja. Abnippeln. Hier Lingard. Medizinische Offizierin Sevastopol-Station. Ich möchte zu Protokoll geben, dass ich bezüglich des Indexpatienten der Anesidora unter Zwang gestellt wurde. Ransom. Seeksons Einsatzleiter. Er hat gewisse Drohungen gegen meine Karriere und meine Zulassung gemacht. Das will ich dokumentiert haben. Aber Gott steh mir bei. Diese Frau brauchte Hilfe. Ich wusste nicht, was für ein Parasit das war. Aber er hat etwas in ihrem Inneren abgelegt. Es tut mir leid. Mir waren die Folgen nicht bewusst. Wie denn auch? Dann werden wir bald irgendwelche Zombies erleben, wenn jetzt Parasitenbefallene hier rumlaufen können. Meine Vermutung. Wie langsam wir uns jetzt wieder nur fortbewegen können. Ich dampf mal ab. Nein, du hast es nicht gesehen. Luft anhalten, Luft anhalten. Ach! Na dann. Sollten wir den Raum schnellstens verlassen, wenn es hier runterkommen kann. 076 ist schon weit weg. Immer schön die Decken kontrollieren. Scheiße! Auch interessant, wie langsam wir uns jetzt nur wieder bewegen konnten. Im Gang nach so einer Zwischensequenz ist nur eine langsame Bewegung möglich. Oh Mann, Amanda, da ist jetzt aber was losgetreten, im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt brennt hier alles nieder, wenn wir das nicht löschen. Was steht denn hier so Interessantes drauf? Wichtige Infos vielleicht. Oh, ein Bildchen. Ist das Son Goku? Die Frisur in Gelb, Super Saiyajin. Das Alien ist jetzt auf der anderen Seite, oder? Wie langsam werden sie denn noch bewegen? Jetzt kann es ja hier nicht sein, das wäre ja höchst gemein. Können wir uns bitte wieder schnell bewegen? Ey. Jetzt geht's wieder. Was ist denn das? Komische Zeitlupenmechanik. Das ist sehr nah. Direkt vor der Tür, ne? Drin denke ich noch nicht.
beides voll. Ist nur in der Dose. Nein, hast du nicht gemerkt. Vielleicht doch. Gespeichert, ja. Schon wieder länger her. Mann! Für jeden Job gibt es eine richtige Waffe. Waffen sind Werkzeuge. Oh Mann, ey. Oh, ups. Ich hab verlassen. Scheiße. Beides aktiv. Na dann. Schachzugang, stimmt, da war ja was. Wir gehen da jetzt gar nicht durch eine normale Tür. Wir haben hier schon gespeichert, nachdem wir hier durch waren. Da war ja was. Hä? Beides aktiv? Ich hatte auch aktiv vorgelesen. Also vorhin mussten wir das umverteilen. Ja, aber jetzt schon gerade beides aktiv. Da war doch beides aktiv. Ich habe das doch nicht falsch gesehen. Falsch gesehen klingt auch gut. Gucke ich mir nochmal im Video an. Kann doch nicht wahr sein, diese Verarsche hier. Ich notiere mir das mal kurzzeitlich, ehe ich das suchen muss. Ungefähr Minute 16 und 30 Sekunden. Waren beide Optionen bei Neuverkabelung aktiv? 16 Doppelpunkt 30 als Zeitmarkierung ist notiert. Vielleicht eher 16, aber wenn ich an der Stelle bin, finde ich das schon. Nur wenn ich das. Ich denke mal, ich gucke es nach der Aufnahmesession an. Nur ein paar Tage später angucken sollte, dann weiß ich nicht mehr genau, wo das war. Da habe ich es jetzt lieber markiert. Mal schreibt mir jetzt ein dickes Lüftungsschachtloch. Bin jetzt wieder weniger gewillt, Sachen einzusammeln, weil ich will vorankommen. Cool, wir konnten mal alles einsammeln. Achtung, Achtung. Das kann man jetzt schon hochjagen, okay? Hier war ja eine Lüftungsschacht. Bin hinten, Luft angehalten, hier passiert nichts. Hab ich schon. Boah, mach doch mal die Schnauze zu, du zapperst. Oh, das tut weh? Achso, Luft anhalten, ja, Sauerstoff. So, Luft geholt. Wir holen wieder Luft. Wir holen wieder Luft. Ich habe nicht mehr gedrückt. Warum hat es uns jetzt gefunden? Ich verstehe das Vieh nicht. Ist vielleicht auch besser so, zumindest aus seiner Sicht, oder? Mitnehmen. Ich verstehe es einfach noch nicht. Beides aktiv. Das ist ja wohl eine Verarsche. Ich muss nicht nachgucken. Ich habe es wieder ausgemacht. Oder braucht man vier? Nee. Bei beiden zwei. Und wir haben gerade 2, 0. Ah, das ist ein Anzeigefehler. Okay.
Ich sollte mehr mir vertrauen, auch wenn ich gerne irgendeinen Scheiß mache und erzähle, aber ich sollte doch mehr mir vertrauen. Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Meine Augen haben nicht gelogen bei dem, was sie da gesehen haben. Bloß bei mir kam es oben noch nicht so ganz an mit. Das war wirklich so. Was aber interessant ist, ich habe vorhin, als der Bildschirmrand zu rot wurde, war das ein Zeichen für, halt die Luft nicht mehr an, weil es tut mittlerweile weh, es verursacht Schaden. Ich habe auch zuvor schon ganz lange, ganz oft, denke ich, die Luft angehalten, eben mit der entsprechenden Tastenkombination. Dann geht es wirklich erst nur, wenn das Alien direkt vor ihm steht. Nur 47. Wir gucken und lesen jetzt hier, ja? Lass uns in Ruhe. Hier Lingard. Medizinische Offizierin Sevastopol-Station. Ich möchte... Ich lass es mal. Da fallen wir noch mehr Informationen. Ich möchte zu Protokoll geben, dass ich bezüglich des Indexpatienten der Anesidora unter Zwang gestellt wurde. Ransom. Seeksons Einsatzleiter. Er hat gewisse Drohungen gegen meine Karriere und meine Zulassung gemacht. Das will ich dokumentiert haben. Aber Gott, steh mir bei. Diese Frau brauchte Hilfe. Ich wusste nicht, was für ein Parasit das war. Aber er hat etwas in ihrem Inneren abgelegt. Es tut mir leid. Mir waren die Folgen nicht bewusst. Wie denn auch? Wie beim Film gucken, dass Alien die ganze Zeit am Rumeimern war. Man hat es gehört. Aber ich denke, es kann einem da nicht gefährlich werden. Am Terminal gibt es noch was zum Lesen. Ist gerade weit weg. Dann lese ich den Rest nochmal, weil die Informationen könnten wir später noch gebrauchen. Wieder so langsam, ey. Schneller. Oh. Die ist sich jetzt aber auch im Zeitlupenmodus bewegt. Das Trampeltier löst da kein Feuer aus, oder wie? Amanda, das sollte dir zu bedenken geben. Das Alien verursacht da kein Feuer. Es ist gerade alles wieder im Zeitlupenmodus. Warum auch immer da gerade in Zeitlupenmodus kommen muss. Auch das Laden hier geschieht in Zeitlupe. Was ist denn das? Ach, hier war nichts drin, okay. Totenschein. Es entfernt sich wieder. Ich war ab. 020, sehr nah, direkt vor der Tür. Wenn wir rausgehen, links. Sehr, sehr nah. Fast schon im Spind. 010. Ich halte Luft an. Bin hinten. Hab ich schon. Ist
krabbelt bei mir gerade an der Augenbraue und ich habe hier beide Hände zu tun. Das ist ein richtiger Überlebenskampf. Könnte jetzt mit meiner Stirn gegen... Jetzt merkt man, wie er mir da gerade schwer atmet. Ich hätte jetzt mit meiner Stirn ja einfach in den Spind, falsche Immersion, einfach ans Mikrofon schlagen können. Ich will nichts auslösen, hallo. Och, du nervst, das habe ich jetzt schon so oft gesagt. So kann man auch Spielzeit strecken, oder? Das Spiel geht vielleicht bloß... Das Abenteuer geht vielleicht bloß, sagen wir mal, 12 Stunden, aber so dauert es 40. Sehr weit weg. Raus hier. Rechts von uns ist es. Ich eigentlich noch in der Hocke. Oh, das war genau richtig. So, zurück und Luft anhalten mache ich jetzt schon. Nicht, dass ich es dann im Zweifelsfall einfach zu spät mache. Mich würde es mal sehr interessieren, wie schwer das Vieh ist. So massiv sieht es nicht aus, aber es macht verdammt viel Lärm. Vielleicht jetzt einfach verdammt schwere Knochen. Was über 100 Kilo wiegt, ich glaube ja. Obwohl es halt nicht so groß aussieht, ne? Ich glaube, es ist in einen Spind in Schacht gegangen. Kommt da drüben wieder raus. Näher gehe ich nicht lang, weil da lösen wir bloß das Feuerchen aus. Deswegen gehe ich jetzt direkt hier lang. Oder sieht einfach nur genauso aus. Das erschreckt mich nicht. Speicher hier. Nee. Hä? Nee, ich bin nicht Emergency drüber. Mist. Nebenraum. Ja. Endlich. Oh, da ist ein Tierchen. Miezekatze da rechts drin im Schaufenster. Im Terrarium. Scheint so. Eine neue Speicherkarte oder wie? Zugangscode benötigt. Oh, den hätte ich jetzt noch ganz gerne. Hoffentlich steckt er an diesem Molotow. Mag das Alien nicht, oder? Ich hoffe doch, es mag kein Feuer. Hätten wir vielleicht doch das da auslösen sollen? Wobei, dann haben wir auch eine Sackgasse. Wobei, wir kommen da eh nicht lang für uns geschaffen. Dann lesen wir mal. Colonel Marshall Richtlinie. Dr. Morley, es interessiert mich nicht, was Sie meinen, unternehmen zu müssen. Verschwinden Sie aus San Cristobal. Sofort! Sie wissen, was wir da drin aufgebaut haben. Und es tut mir wirklich leid, was das für die unverlegbaren Patienten dort bedeutet, aber es geht nicht anders. Das ist die letzte Warnung. Marshall Waits, netter Typ. Hughes ist gestorben durch den Android, ne? Oh ja. Ich glaube, der war das. Als wir zum ersten Mal gesehen haben, dass die auch anders können. Ah, ja, 25.05, der 25. Mai. Neuigkeiten und Codes. Morley, Sie müssen aus der Krankenstation raus. Wir haben Lager im Habitatsturm aufgeschlagen. Habitat kommt mir bekannt vor. Das war eine Reisemöglichkeit bei der Gondelgeschichte. Die Menschen kämpfen um Vorräte. Es kommen mehr Verletzte zu uns, als dass wir Medikamente haben, sie zu versorgen, und mein Team ist, um es milde auszudrücken, sehr erschöpft. Ich weiß nicht, wie Sie die Abriegelung aufheben wollen, aber falls Sie Zugang zu San Cristobals Hauptstation brauchen, der Code lautet 25. Mai. Lingard. San Cristobal, weh, das Alien erpiekst uns jetzt. Wir lesen gerade wichtige Nachrichten. Die San Cristobal Krankenstation wurde bis auf Weiteres von den Colonel Marshalls abgeriegelt. Sevastopols Pflegeteam hat auf der Station
verteilt Feldlazarette aufgebaut und die derzeitige Krise, um die derzeitige Krise zu bewältigen. Standorte folgen. Marshall Waits. Netter Typ. Alte Freunde. Dr. Lingard, hier spricht Ransom. Erinnern Sie sich an mich? Ihr netter oberster Chef bei Seekson? Sie besuchen mich nicht, Sie rufen nie an. Sind wir etwa keine Freunde mehr? Naja, wir sind beide sehr beschäftigt und ich habe eh genügend andere Freunde. Einige sogar mit Dienstabzeichen. Einer von Ihnen hat mir mitgeteilt, dass Sie Marshall Waits bezüglich eines, wie soll ich sagen, interessanten Fundes angerufen haben. Ich will dabei sein. Keine Widerrede. Ich meine, wie viel weiß Waits wirklich über Sie? Nicht so viel wie Ihr alter Freund hier. Und ich könnte wetten, dass er eher weniger Verständnis für Schwarzmarkt-Sanitätsartikel hat. Bis bald dann, Doc. Ich habe genügend andere Freunde. Vielen Dank für die Information. Gasnetzwerkverteiler. Primäres Geschenk, nee, Gasnetzwerk, Funktion normal. Sekundäres Gasnetzwerk, Funktion normal. Routineinspektion fällig. Schlüsselkarte. Samuels, bin schon unterwegs. Nochmal speichern, wir haben immerhin Nachrichten gelesen und wir haben hier was mitgenommen. Ja. Wie Amanda jetzt aber auch gerade geflüstert hat, weil sie halt schon mehrere Begegnungen hatte. Und es ist ja auch keine angenehme Situation. Auch wenn das Alien gerade eher nervt. Ist eine Abkürzung? Ich gucke jetzt nicht auf die Karte. Ich gucke auf die Karte. Okay. Ach, immer noch das Medkit. Stimmt. Dabei haben wir doch eins dabei. Hier waren wir schon drin. Hier gab es nichts mehr zum Einsammeln. Ist das Alien gerade oben, das hört man. Jetzt kommt es gerade runter, immer sehr gut, wo es gerade ist. Ob auf unserer Ebene dann mehr stapfen oder halt oben dann mehr so scheppern. Noch ist es weit weg, wollte ich gerade sagen. Jetzt kommt es aber angescheißert. Schon den halben Weg zurückgelegt, den es als Abstand zwischen uns hatte. So, jetzt kriegen wir Besuch. Zurückhalten und Luft anhalten. Wie es rumdampft. Das tut schon wieder Aua. Diesmal krabbelt nix. Haben wir das Gebiss gerade vom Alien auf diesem Gitter zu sehen, aber es liegt, glaube ich, gerade daran, dass Amanda einfach nach Luft dringt. Ich glaube, sie hat schon ein paar doppelte Bilder gesehen. Das Alien-Gebiss war hier noch auf dem Gitter zu sehen, da war es schon weg. Ist noch nah dran. Ne, nicht mehr. Jetzt kommt es aber näher. Oh, jetzt habe ich schon gedrückt. Ist gerade wieder hochgegangen. Klingt gerade nicht hier oben, klingt wie noch auf dieser Ebene. Ach, hier schon wieder. Ach, da, natürlich. Das klingt jetzt wie oben. Kann es hier raus? Blöde Frage. So ein großer Raum, da wird zumindest ein Schacht für das Ende geben. Und das meine ich ja damit, das nervt einfach nur das Vieh. Ich werde auch noch vorankommen. Ich meine, sie verblutet ja. Wir müssen uns beeilen. Immersion und so. Nein, nein,
mal ein neuer Spind. Warum nicht mal was Neues ausprobieren? Noch, ja, Notizen, die ich nicht lesen kann, super. Ja, es kommt näher, ist aber jetzt hinter uns, geht jetzt weiter weg. Wir nicht lang, da macht's Bums. Wir müssen andersrum. Ich gehe schon mal kurz rein. Also, wir müssen wirklich diesen... Ich könnte mich auf den Bewegungsmelder verlassen, aber ich weiß ja, dass das Ding hochgeht. Wir müssen wirklich den ganzen Kringel gehen, weil hier ist nicht und hier durch auch nicht. Oh Mann. Okay, okay. Hier gibt's eine Ausweichmöglichkeit. Aber den inneren Kringel im Uhrzeigersinn. Okay. Ist zu nah. Krabbelt das unten am Spind entlang? Ich meine nur eins, ich wollte gerade sagen, es ist schweinenah, aber es ist dann noch nicht durch die Tür gekommen. Ist das unten? Wie ist das hier reingekommen? Es muss doch unten am Spind entlang gekrabbelt sein. Vermeiden Sie Konflikte oder stellen Sie zumindest sicher, dass Sie gegen mich sind. Das nervt, das Alien. Okay. Kurze Orientierung auf der Karte. Ich muss nur nach rechts. Ich hätte vorhin einfach nur nach rechts gemusst. Waren wir ja schon. Moment. Ach stimmt, wir sind durch den Schacht geplumpst. Da müssen wir jetzt wieder irgendwie rein. Wir sind vorhin aus der Decke gekommen. Müssen wir jetzt hier irgendwo links eins finden? Ich glaube, es kommt gerade wieder runter. Stimmt, wir sind durch den Schacht geplumpst. Oder ich gehe jetzt mal ganz stur den Bewegungsmelder nach. Vielleicht sprengt das uns jetzt alles auf. Jetzt ist sie nämlich da, oder? Jetzt kommt es gerade da runter, wo wir vorhin die ganze Zeit, wo wir zuletzt geknutscht wurden. Kannst du dem Bewegungsmelder nachgehen? Ach Mann, du Spielverderber. Ich mag das nicht, wenn Amanda so oft gespießt wird. Das mit hier, Moment, das sind 6. Verschiedene Geräte, um Hiwi sich aus dem Weg zu räumen. Verschiedene Geräte kombinieren. Diese Gewissheit, dass Amanda hier umgebracht wird, gefällt mir nicht. Gefällt mir dieses, ich zeig dir meine schönen Zähne, bedeutend besser. Da wurde auch schön durchbohrt. Mann. Der antwortet schon gar nicht mehr, ob der überhaupt noch lebt. Ach, das war eine Tür. Ich kann hier was mitnehmen. Ich glaube, wir sind wieder zu voll. Hab's wieder erkannt. So, Moment, hier noch genau. Hier haben wir anfangs Katze und Maus gespielt. Nee, hä? Das ist doch woanders. Sieht alles so ähnlich aus. Denn im Rollstuhl haben wir vorher nicht übersehen, das ist doch wo
Wir sind hier doch ganz woanders. Ich dachte, ich weiß, wo wir sind, aber nein. Da sind die beiden. Bild ich mir das ein? Heilung. Oder ist hier was bei uns? Die beiden ist gut. Was machst du denn da? Ach komm schon! Zugleich, das waren zwei astreine Kopfschüsse, aber ich war... Die wollten uns ärgern. Wie war das vorhin mit... vorhin ist gut. Mit dem Axel, der einfach umgebracht hat. Ja, aber die wollten uns auch umbringen. Ich meine, der hat uns angegrapscht, der Typ. Zu Recht, nett gegrabbelt. Kopfschuss bei der Tante auch, aber es war schon zu spät. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir hier eine Pause und... ballern uns in der nächsten Folge durch, und zwar schneller. Aber ich muss auch warten, bis sich das blöde Fadenkreuz fokussiert hat, ansonsten wird der Schuss ungenauer. Deswegen bin ich ja auch so entsetzt und enttäuscht, dass es hier nicht Kimme und Korn gibt, obwohl ich Kimme und Korn nicht so gut finde. Ist aber immer noch besser als so ein Fadenkreuz, so hüftfeuermäßig zu benutzen. Naja. Kopfschuss, Kopfschuss, aber im zweiten Mal leider zugleich zu spät. Na gut. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.